Und guten Morgen! Matt TV ist wieder angesagt. Heute war der Serientag und heute ist vielleicht auch ein Tag, wo einer unserer lieben Mitstreiter nach Hause muss. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Sie machen Ihren Job nicht absolut schlecht und wir wollen die Größten sein. Okay. Nee, es fliegt noch niemand raus. Ha! Kann ich euch nochmal mit heiß machen dann am nächsten Tag oder heute halt. Was haben wir hier? Greenpeace-Mann bei Aktion gegen Atomfabrik in Texas erschossen worden. Okay, das ist natürlich übel. Und hier der Einbrecherkönig. Leben wird von Alkoholsucht zerstört. Na, wenn du einbrichst nur um zu saufen, hast du natürlich ein Problem. Okay, Einbrecher haben generell ein Problem. Aber wenn du auch noch der Einbrecherkönig bist, dann kannst du ja den ganzen Tag saufen, ne? Weil du so erfolgreich bist, klar. Was haben wir hier? Wahrscheinlich mangelnde Resonanz wurde der Sammy für kulturelles Engagement nicht vergeben. Ja, ich kämpfe um, ich will reich werden und die anderen kämpfen ums Überleben. Natürlich haben wir hier uns nicht um den Sammy gekümmert. So. Was haben wir gesagt? Ich habe noch eine Serie gekauft. Jetzt bin ich voll, was Serien angeht. Und zwar den Einsatz in Manhattan. Lolli gefällig. Kenne ich nicht. Nee. Hab ich. Ist wahrscheinlich so eine meiner riesigen Bildungslücken. Da haben wir noch einen Actionfilm. Platoon. Ein Antikriegsfilm über Vietnam. 5,5 Millionen für Star Trek, okay. Das ist okay. Komme ich klar mit. Können wir nochmal zeigen. Star Trek. Setzen wir schon mal. Dann habe ich für morgen noch gar nichts. Das Imperium schlägt zurück, ist wieder bereit. Okay. Warum nicht? Das Imperium kann zurückschlagen. Hier werde ich dann die Serie zeigen, die am zweiterfolgreichsten war. Also, oder ihr wisst schon. Eine von den beiden, welche halt erfolgreicher ist. Aber wahrscheinlich ist das wegen der Zeit sowieso verzerrt hier. Da muss ich mal gucken. Vertausche die mal. Es kann gut sein, dass Einsatz in Manhattan die bessere Serie ist und dass die dann die 5 Millionen hier schafft, wobei die das nicht schaffen würde, der Colt für alle Fälle. Werden wir sehen. Okay. Zurückrudern, zurückrudern. Langsam und nach oben in das Werbestudio. Ich brauche wieder Werbung. Sie hat mich enttäuscht, der Einsatz in Manhattan. Den werde ich wahrscheinlich dann nicht mehr zeigen. Oh, die sind schon wieder ganz unten. Ob ich mir Sorgen machen muss? Die haben die Filmagentur mit meinem Büro ersetzt. Also mit meiner Nachrichtenagentur, meinem Nachrichtenstudio. Das heißt, eine Pfändung steht an. Vom Filmbüro. Aber darum kann ich mich erstmal nicht kümmern. Ich muss mich erstmal darum kümmern, dass ich. Den nehme ich mit wieder. Den China-Wok. Warum nicht? Nipponix sagt keine Actionfilme. Stimmt, ich zeige dir heute Nacht einen Actionfilm. Dann nehmen wir doch wieder die Uran-Werbung. Oh Gott. Jetzt fahren die wieder hier. Und verschwenden meine wertvolle Zeit. Ich kann kaum warten, bis der Aufzug immer auf mich wartet, weil die alle aus dem Spiel sind. Oh. Ich bin verwirrt. War da was mit einem Anschlag? Ich habe das heute Morgen nicht realisiert dann. Oder wollen die nur, dass ich mich um andere Sachen kümmere als um meinen Fernsehsender? Ist das alles nur ein geschickt konstruiertes Ablenkungsmanöver der KI? Ah, man kann sich da nie sicher sein. Oh, Juicy Cat, ich will Juicy Cat tatsächlich fertig machen irgendwann noch. Vorzugsweise heute. So, dann morgen den China-Wok. Starte ich gut in den Tag. Ja, jetzt muss ich mich drum kümmern, um dieses komische Problem, was jetzt zu sein scheint mit der Hinweistafel. Erstmal die Nachrichten lesen, ob ich da vielleicht irgendwas übersehen habe, aber eher nicht, nee. Gibt nur neue Nachrichten über den Jack Nicholson-Fall. Da ersetzen wir hier unten mal die Politik-News mit. Schießerei bei der Geldübergabe, okay. Ziemlich dumme Geldübergabe dann. Ja, ich werde das jetzt trotzdem mal so einrichten, dass das auf meine Gegner geht. Achso, ich kann natürlich mit dem Pförtner reden vorher. Sollte man immer mal wieder machen. Der sagt mir dann nämlich: Hallo, schon gehört, dass heute bei der Filmagentur im siebten Stock gefändet werden soll.
Nein, aber jetzt, also im Prinzip habe ich es gehört, aber indirekt nur. Weil ich ja weiß, was es bedeutet, wenn die hier was verändern. Wo ist die Filmagentur? Wieso würde der oben ein Büro finden wollen? Macht keinen Sinn. Ich will Churchill dran kriegen. Auf alle Fälle, ja. So, Uran Light hat funktioniert, ja, klar. Jetzt muss ich hier oben hin, die News Mad TV angeblich. VR-Du-Bahn lasse ich einfach mal da. Sehe ich den Schaden jetzt nicht dran. Okay, das ist eigentlich so ein Satz, den sagt man nicht, ja, weil das ist doof. Ich glaube, ich ändere das noch gleich. Vielleicht ist da ja doch irgendwas im Busch, aber ich glaube, der wollte nur VR-Du-Bahn rausbekommen. Aus dem Gebäude. Und hier, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit dem Film haben wir doch gute Erfahrungen gemacht. Aber jetzt sind wir leider schon zu weit fortgeschritten. Den werde ich nicht mehr kaufen. Ah, oh, das ist aber auch übel jetzt hier. Ich bin extrem enttäuscht. Ich könnte auch das Spiel mir das Lied vom Tod wieder mir besorgen. Und Alien ist auch wieder hier. Ich muss nochmal in mein Büro. Ich bin überfordert gerade mit dem nächsten Tag. Ich weiß noch nicht genau, was ich zeigen kann, sollte, was anliegt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Katzensaft dann wohl nicht mehr fertig wird heute. Extrem schade, extrem schade. Es sei denn natürlich, der wird hier unten noch. Aber ich bezweifle es. Na, wobei, müssen wir halt mal gucken. Und hier weiß ich wirklich nicht, was anliegt. Also die haben mich beide enttäuscht. Soweit erinnere ich mich noch. Die haben mich echt beide enttäuscht, die Serien. Vielleicht soll ich zwei Folgen Star Trek zeigen oder so. Naja, ist jetzt halt so. Geschwindigkeit hoch, genau. Jetzt will ich. Oh, ich muss auch ans Nachhinstudio nochmal. Ich muss auf jeden Fall gucken, ob ich noch was dran drehen kann hier. An den Einschaltquoten für die wilde Orchidee. Nee, gar nicht nett. So sind die Nachrichten, so bleiben sie. Gucke ich nochmal hier rein, zu sehen, wo das Filmstudio ist. Wenn es mich denn lässt, oder wenn die mich denn lassen. Krieg um den Aufzug. Und die kleinen, die NPCs hier, die laufen auch immer nur von einer Tür in die andere. So, die Wäscherei hat er das gesetzt anscheinend. Ich muss mal gucken unten. 8,2 Millionen. Okay, ich bin sehr glücklich. Hui. Da fällt mir doch ein Stein vom Herzen, dass das funktioniert hat anscheinend. Ich finde die Filmagentur nicht. Ach, da. Klar, die Wäscherei ist ja hier unten. Nein, böse. Pfui und aus, ja. Das Leben des Brian wird platt gemacht und Tough Guys. 49% Einschaltquote. Ja, genau. Geh nach Hause, Churchill. Wir wollen dich hier nicht. Da habe ich jetzt auch keine Bedenken. Das wird auch um 22 Uhr noch funktionieren dann. Hui. Vielen Dank, meine lieben Zuschauer, dass ihr alle zuguckt. Ihr ermöglicht mir hohe Werbeeinnahmen hier. Ja, dann kann ich eigentlich jetzt irgendwas völlig Blödes kaufen oder so. Ich habe jetzt das Geld dafür. Also gleich. Nachdem BP fertig ist, habe ich Geld. Ja, ich kann natürlich auch drauf sitzen oder mich drin rumrollen oder so. Das wäre auch annehmbar, also das hätte ich jetzt nichts dagegen. Ja. Schauen wir nochmal nach den Nachrichten. Und dann mache ich meinen kleinen Tanz hier. Ah, weltweite Empörung. Das hat aber lange gedauert. Tun wir die mal hier hin. Der Einbrecherkönig, ja, das interessiert keinen. Einbrecherkönige sind nicht unbedingt sympathische Leute. Also, ob mich das da interessieren würde, dass Alkoholsucht sein Leben zerstört, bezweifle ich einfach mal. Vielleicht behalte ich die wilde Orchidee. Na, nee, die ist so unaktuell jetzt.
Die behalte ich nicht. Aber ich wurde überrascht von den Filmen, die ich wieder gekauft habe, die ich schon mal oder die ich oben gesehen hatte. Da war Alien wieder voll aktuell. Und irgendeinen anderen Film, den ich auch gezeigt habe, den ich jetzt vergessen habe. Also für morgen brauche ich dann auf jeden Fall einen 3-Slot-Action-Film oder sowas. Oder 3-Slot-Krimi oder 3-Slot irgendwas halt. Was ich dann am Ende zeigen kann. Es darf jetzt auch ziemlich teuer sein. Habe ich nichts dagegen. Ja, denn wieder Millionär. Ich könnte auch meinem Geldchef zurückgeben. Und damit meine ich meinem Chef Geld zurückgeben. Aber nee, nichts ist weiter von meinem Gedanken im Moment, als meinem Chef sein Geld zurückzugeben. Okay. Ich habe gejubelt. Zu früh, viel zu früh. Oh, da ist der Fender. Der wird jetzt hier irgendwo sein Kuckucks. Stempelchen draufdrücken. Ja, ich wollte Kuckucksei sagen, aber der legt keine Eier. Nein, das ist der Attentäter. Und da fällt wieder einer ganz nach unten fast zum Geschenkladen oder zum Laden, wo man Sachen kauft für selbstproduzierte Serien. Zum Supermarkt. Da müssen wir auch nochmal rein. Ich könnte der Betty endlich mal einen Sportwagen schenken oder so. Als kleines Zeichen meiner Aufmerksamkeit. So, oder meiner Zuneigung eher. Dann machen wir langsam. Ich brauche eine Werbung. Und ich wollte einkaufen gehen. Ich könnte meinem Chef tatsächlich Geld zurückgeben. Na, geht der Fender wieder. Ist natürlich schade. Ich hätte mir eigentlich von Platoon mehr erhofft. Aber ich muss auch mal wieder einen Sender kaufen. Das wäre dann auch wieder was für morgen. Vielleicht kann ich dann ja sogar die hohen Einschaltquoten erreichen mit den Serien, die mir nicht gefallen jetzt. Na, wir werden es sehen. Wenn es dann heute noch vorangeht hier. Haben schon wieder die komplette Hinweistafel. Ja. Unordentlich gemacht. Nicht, dass ich nicht dasselbe tue, aber. Ich darf das. Ich bin der Spielercharakter hier. Was haben wir hier? Kapitaler, 3 Spots in 2 Tagen. Ja, warum denn nicht? Das können wir doch nochmal mitnehmen. Ja, das soll, muss jetzt reichen. Okay, 1,2 Millionen jetzt schon. Also wenn, dann. Ich weiß nie, wann ich diese Satelliten kaufen soll. Im Moment noch nicht. Soweit. Okay, gehen wir nochmal in die Knarrenagentur. Da will ich jetzt schon lange rein. Okay. Sieht so aus, als hättet ihr einen kleinen Unfall gehabt beim Waffesäubern oder so. Auf ins Büro. Die Zeit fliegt wieder. Habe ich die tatsächlich runtergestellt? Es kommt mir so surreal vor. Ich wollte doch noch um Mitternacht bei der Betty vorbeischauen, um ihr, ja, tatsächlich einen Sportwagen zu schenken oder sowas. Kann ich ja jetzt machen. Ich bin ja jetzt exzentrisch reich und so. Also hier, dann Juicy Cat doch da. China Walk dann da. Capitala wahrscheinlich hier. Und irgendwo anders noch. Vielleicht da, am Ende vom Tag. Hier irgendein 3-Block-Blockbuster. Irgendwas Tolles, irgendwas super Geiles. Und der Tag ist perfekt. Die wilde Orchidee und Platoon behalte ich erstmal im Sortiment. Weil ich, glaube ich, zu faul bin, die jetzt rauszusortieren. Haha, guter Grund, ja. Bester Grund aller Zeiten. Dann merke ich dann irgendwann, dass ich die Orchidee noch habe und freue mich. Also hier brauche ich eigentlich gar nicht zu gucken. Ich könnte natürlich, denn sie wissen nicht, was sie tun, zeigen, aber ich will ja vorankommen hier. Oder spielen wir das Lied vom Tod auch, aber alles 2-Block-Filme. Ich wollte einen 3-Block haben. Der Pate. Der Pate. Ist mir egal. Wenn der Postmann zweimal klingelt, 3 Blöcke FSK 18. Na? Meine Gebete wurden erhört. Okay. Okay, da Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Also. Nein. 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 Machen wir nicht. Nein. Pfui. Böser Bracket. Aus. Machen wir nicht. Ich gebe erstmal meinem Chef Geld zurück. Dann baue ich morgen früh einen Sender. Guten Tag. Mir reicht's, ich kündige. Das ist so schlecht, dass das die erste Option ist. Ich will meinen Kredit zurückzahlen. Wie viel? Alles! Okay. War
mir eine Freude, den Abzoll zu zahlen. Oder wie auch immer. Jetzt in den Geschenkeshop, in den Supermarkt. Denn ich habe noch Geld übrig am Ende vom Tag. Und ich bin, keine Schulden mehr. Hab keine Schulden mehr. Alles ist super. Hey Dude. Ich brauche ein Geschenk. Zum Beispiel einen elektrischen Dosenöffner. Ich glaube nicht, dass die Betty auf elektrischen Dosenöffner abfährt. Eine Schönheitsoperation. Irgendwas sagt mir, dass das eine schlechte Idee ist, aber das können wir später mal machen. Hemingway-Manuskripte hat offensichtlich schon jemand ihr geschenkt auch. Ein Nerz. Und hier hätten wir einen Sportwagen. Ich wollte ihr tatsächlich einen Sportwagen schenken. Erscheint mir jetzt keine so gute Idee zu sein. Die haben auch ihren Nerz. Okay. Tun wir einen Nerz in unseren Koffer, den gebe ich ihr dann morgen früh. Jetzt erstmal nach Hause, Feierabend, eine Flasche Scotch leer trinken. Oder so. Was man halt so macht, mal daheim ist, Füße hochlegen, nicht an unseren Chef denken. Bis zum nächsten Mal.